Bernd Lenne Freundin, so sexy ist so für Christin. Kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland richten sich die Blicke der Fans nicht nur auf die Kicker, sondern auch auf die äußerst attraktiven Spielerfrauen auf der Tribüne. Die Freundinnen und Ehefrauen der Nationalspieler können sich wirklich sehen lassen und gehören teilweise sogar zu den schönsten Frauen Europas. So auch Bernd Lenos Freundin Sophie Christin. Der Torwart und seine Liebste sind seit Ende 2015 ein Paar. Sie starteten gemeinsam ins neue Jahr und verbrachten einen romantischen Jahreswechselurlaub in Spanien. Damals wollte der 26-Jährige noch nichts über seine Freundin verraten, da die Beziehung noch sehr frisch war. Inzwischen weiß man allerdings schon etwas mehr über die attraktive Blondine, die in den höchsten Tönen von ihrem Schatz spricht. Ob Seelenverwandter oder bester Freund auf dieser Welt, wenn es um ihren Bernd geht, wird Sophie Christin plötzlich ganz sentimental. Sie lebt das Leben ihrer Träume. Sophie Christin ist 21 Jahre alt. Mit ihrer tollen Figur und dem hübschen Lächeln sicherte sie sich einen Platz in Bernds Herzen. Zu Beginn ihrer Beziehung war die Deutsch-Tschechin noch nicht sonderlich bekannt und hatte auf Instagram nur 3000 Follower. Heute folgen ihr fast 30.000 Menschen und liken fleißig die idyllischen Urlaubsbilder der reiselustigen Sophie. Damit sie sich ihre Trips auch finanzieren kann, wirbt die Schönheit auf ihrer Seite beispielsweise für Snacks, Saftkuren und Blumen. Wenn sie nicht gerade mit Bernd unterwegs ist und ihren Valentinstag in Paris verbringt, reist sie mit ihrer Mama Doris um die Welt. Die Fachanwältin für Familienrecht und ihre Tochter haben ein besonders inniges Verhältnis zueinander. Das dürfte Lenner gut gefallen, denn er ist ebenfalls ein richtiger Familienmensch und verbringt wahnsinnig gerne Zeit mit seiner Nichte und seinem Neffen. So verliebt wie am ersten Tag. Der Leverkusen-Star wird von seiner Freundin liebevoll als bester Freund und Liebhaber in einer Person bezeichnet. Auf ihrem Instagram-Account postet Sophie immer wieder süße Kuschel- und Knutschfotos von sich und ihrem Schatz. Auch Bernd kriegt gar nicht genug von ihr und zeigt seine Liebste stolz auf seine Insta-Seite. Wenn am 17. Juni das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM stattfindet, wird Sophie sicherlich dabei sein, um ihren berühmten Freund zu unterstützen. Zusammen mit den anderen Spielerfrauen kann sie den Jungs von der Tribüne aus zujubeln. Und während der Halbzeit haben sich die Mädels sicherlich auch vieles zu erzählen. Immerhin verdienen einige von ihnen ihr Geld auf Instagram und tauschen sich sicherlich gerne mit den anderen Influencerinnen aus.